bin gerade in einen Seeigel getreten. Wir sind gerade auf so einer Tour und wir sind auf so einer Schweineinsel. Hier seht ihr auch Schweine, hier überall so. Und dann wollten wir Kajak fahren gehen. Dann haben wir so einen Kajak genommen, wir haben uns ganz gechillt, sind wir Kajak gefahren. Und dann waren wir ein bisschen zu weit hinten und Dani ist aus dem Kajak gestiegen und dann wollte ich auch. Weil unser Kajak war schon zu weit weg und dann wollte ich einfach aussteigen und den Kajak mitziehen. Aber ich, dummes Wesen, muss ja auf dem Wasser gehen, ne? Nicht schwimmen. Alter, die fetzen sich hier. Und ich step so ganz normal auf einmal, ich drehe so in irgendwas rein. Das hat so doll wehgetan, das hat so gepiekst und ich so, ah. Und ich bin erstmal gestorben. Ey Leute, das hat so hart wehgetan, ne? Ich habe erstmal so, ah, Dan, ich bin in irgendwas reingetreten. Dann laufe ich hier zu dem Typen und ich sag so, ich bin in irgendwas reingetreten, habe ich das gezeigt. Er sagt, ja, du bist in ein Seeigel getreten. Ich so, ja, was soll ich machen? Ich glaube, ich habe Splitter drin, hol die mal raus, bitte Hilfe. Und ich hatte auch Angst, dass die giftig sind, aber anscheinend sind die nicht giftig, hoffe ich mal. Ansonsten, falls ich sterbe, hab euch lieb. Und dann hat er so eine Limette an meinen Fuß gerieben und mit einer Bierflasche irgendwie raufgehauen. Und das soll angeblich irgendwie helfen.